Damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 2. Ja, wir erkunden auch immer Bunkerstadt. Wir sind jetzt ein stolzer Bürger und haben Valerie getroffen. Und Fick ist wohl ihr Vater. Interessant. Auch verschlossen. Och, glaubst du, das stellt mich vor einem Problem? Och, das Schloss kannst du nicht öffnen. Ach komm. Ach komm. Ach, geht doch. Und nichts drin, wetten. Einen Vorschlag haben wir. Auch verschlossen. Jawohl. Was? Habt ihr heute so das Wort gehört? Was für ein Wort, du Arschloch? Das Wort zum Sonntag? Ist heute Sonntag? Keine Ahnung. Mirilev ist Freitag. Noch ein Vorschlag immer. Nee, eine Brechstange. Mensch, Gott sei Dank. Pack nicht so wertvolle Sachen rein. Ja. Hey. Leuchtfackeln. Naja, immerhin gibt es Erfahrungspunkte. Hey. Schrott und ein Funkgerät. Tja. Habe ich irgendwie das Verlangen, das mitzunehmen. Irgendwie deucht mir, dass ich das brauche. Tu. Jawohl. Ah, ja, Dynamit. Ja, warum nicht? Stört dich doch nicht, wenn ich hier mal alles kurz aufmache und inspiziere. Ich bin ja schließlich vom Ordnungsamt hier, ne? Muss ja alles in Ordnung haben. Na komm. Dankeschön. Hey, noch mehr Schrott. Wunderbar. Tschüss, Valerie. War schön, dich kennenzulernen. Gut, dann gehen wir mal in das Büro der Annehmlichkeiten, auch wenn ich irgendwie den Gemischtwarenhändler suche, aber scheiß drauf. Hallo Fremde, immer wieder angenehm, ein neues Gesicht zu sichern. Ich heiße Randall. Ich bin der Chef des Büros für Annehmlichkeiten. Brauchst du was? Kommt doch an, wo bin ich denn hier? Das ist hier das Büro der Annehmlichkeiten. Wir haben alles, was man so ein Leben braucht. Ein paar Bücher, Gebrauchs- und Feist- und Werkzeug, Stempacks, Medizin, das ist dabei alles Mögliche. Hast du ein GEK? Ein GEK, ein Garten in Erstellungskit, so eine Art grauen Koffer, meinst du das, meine Güte? Es ist eine halbe Ewigkeit, dass ich jemand davon herbringe. Hast du sowas? Ich sag's nur ungern, mein Freund, aber wir haben unser GEK nicht mehr. Wir haben's beim Bau von Bunkerstadt aufgebraucht, Puffert's gemacht und weg war's. Oh, du kennst dich zu wenig, eine Ahnung, ob ich woanders eins bekommen könnte. So, wenn du mich fährst, dann ist dein Problem folgendes. Die GEKs sind eine längst veraltete Technik. Vorkriegstechnik. Genau genommen. So was findet man heute nicht mehr so einfach. Sie wurden ausschließlich am Bunker ausgegeben. Weißt du vielleicht, wo es sonst noch Bunker gab? Wenn du an unsere Bunkerzentrale Rechner rankämst, könntest du vielleicht Hinweise auf andere Bunker finden. Aber der Zutritt zum Bunker ist nur Bürgern gestattet. Ich bin Bürger, was weiß ich, wie ich reingekommen bin. Darf ich dir noch anders fragen? Klar, was liegt dir auf dem Herzen? Was war das hier nochmal? Scheiß drauf, tauschen. Cool, du hast viel zu bieten. Das ist ja faszinierend. Ganz toll. Tschüss, Wiedersehen, mach's gut. Hallo, ich breche mal kurz ein. Hey, Schätzchen. Bitte helf mir, hast du zwei Kinder gesehen? Schon wieder, du bist doch langweilig. Gut, lohnt nicht. Wiedersehen. Und so heißt jetzt die Büro der Annehmlichkeiten. Ist das jetzt endlich hier der Gemischtwarenladen? Hallo. Wer bist du denn? Wird Zeit, dass du verschwindest. Hallo Reisender. Ich hab auf dich auf dem Kieker aus dem Weltler. Ja, ja. Ich hab dich auf dem Kieker-Kanal, sagst du nur. Ich sehe ja schon, du bist ein leibhafter Menschenhändler. So einem wie dir habe ich nichts zu sagen. Hey, ich habe nur so getan, als ich glaube, mir noch mal an Informationen ranzukommen. Ob du es wirklich bist oder nur so tust, das kommt auch selber raus. Hau ab, Sklavenhändler. Aber ich habe aus meinem Fehler gelernt. Jetzt reicht's, jetzt wird Zeit, dich mal ein bisschen aufzuschlitzen, um zu sein, was du von innen aufschaffst. Mein Fehler gelernt.
Hütet euch vor Schlangen, aus deren Mäulern die Worte der Wahrheit strömen, doch all in ihren Herzen Lügen bergen. Wenn zwischen uns kein Vertrauen herrscht, verlasse ich dich. Gehabt dich wohl. Wer bist du überhaupt? Muss man dich kennen? Bist du irgendwie so ein Jet-Junkie? Ist ja nicht was dabei. Verpiss dich. Was ist denn das für ein Puff? Amt für Diener zu deiner Weichheit. Gefängnis, hey, da möchte ich rein. Als Ehrengast. Ich hab dich auf dem Kicker. Ich will aber hier rein. Überfall. Was willst du? Wer bist du? Ich bin Bürger Sergeant Stark. Was willst du? Was tust du hier? Ich leite die Besserungsanstalt hier bei den Außenwirtler Manieren bei. Sorge dafür, dass die Diener spuren. Organisiere Streifengänge. Sieh zu, dass die Stadt vor Gangstern sicher ist. Streifengänge? Ja, wir haben ein paar Leute, die auf Streife gehen. Ich habe kaum genug Männer für den Schutz der Bunkerstadt. Große Sondierungsaktionen sind einfach nicht drin. Ich komme viel rum, kann ich irgendwie helfen? Was meinst du? Ich könnte für euch sondieren, falls es euch am nötigen Leuten fehlt. Möchte ich sondieren? Oh Gott, das ist eine schwierige Frage, habe ich abgespeichert. Ja. Nein, diesen Auftrag richtig hinzukriegen, braucht man einen Pip-Boy. Und ich kann momentan keiner übrigen. Ich hab schon einen Pip-Boy, er ist alt und launisch und an allen Ecken und Enden sind Drähte und Knöpfe rausgefallen, aber hey, er funktioniert. Wirklich? Ist da eine Weltkarte von Nordkalifornien drauf installiert? Ja, zumindest soweit ich das durch den ganzen Pulverstaub hindurch erkennen kann, der sich im Laufe der ganzen Schlachten auf dem Ding festgesetzt hat. Dann habe ich einen Auftrag für dich. Ich brauche jemanden, der das Terrain um Gecko erkundet. Das Gulag im Nordosten. Geh in die 8 Sektoren auf der Weltkarte um die Stadt herum und komm anschließend mit deinem Bericht. Warum? Ja, ist toll, ist wunderschön. Captain Stark! Jetzt geh doch mal, ich will mit der Alten quatschen. Wie sich vor, ich kann es nicht lesen, weil gewisse Anzeigen. Mich blockieren, meine Anzeigen, ob sich das Webvideo noch dreht und so weiter. Das ist nicht gut, das sind illegale Mittel, die muss ich leider konfiszieren. Da brauchst du dich auch nicht gegen wehren, das ist halt so. Verdammt, du Mistkerl. Das sind illegale Mittel. Das kann ich nicht gutheißen. So. Tschüss. Was gibt's hier oben noch Schönes? Sehr spannend sein. Wo ist der gemischt worden denn eigentlich? Hallo. Oh, guck mal. Eigentlich habe ich keinen Bock hier hinzugehen, weil ich habe da drüben den Bunkereingang gesehen. Aber na ja. Ich trinke mal einen Schluck. Ach, ist wieder eine Hütte. Okay, ich werde mir mal sparen, alle Hütten einzeln zu inspizieren, weil ich denke mal, das werden alles nur Wohngebiete sein. Außer das hier, das ist der. Das Besprechungszimmer. Uiuiui. Hey, Central Council. Das sieht schön aus. Hallo. Oh. Ja, kann ich etwas für dich tun? Was gibt's denn hier? Also, das ist. Das ist eine Kneipe, so eine Scheiße. Was? Pinkelerlebnis? Ach du Scheiße. Oh, die sind wichtig, ich kann mal nicht stehen da. Würdest du gefälligst mir abtasten? Klar, das riecht, sieht man doch, du bist outside best. Halt doch die Fresse, du Schlampe. Du hast auch Mundgeruch. Logo der Bunkerstadt, hallo. Eingebrochen. Hallo Reisende. Jetzt ist schon wieder viel zu quatschen, ne? Nach 18 Uhr will ich dich hier nicht mehr sehen. Okay. Oh, toll, was hätte ich dich für einen Diener gehalten? Fick dich. Die Zeit, dass du verschwindest, die Zeit, dass du verschwindest, die Zeit, dass du Mund gollierst. Du siehst irgendwie anders aus, du bist bestimmt toll. Ja, ich habe bereits einen Besitzer, mein Papiere lieber Amt. Ja, fick dich doch. Aber du bist was Wichtiges. Ich meine, du allein in so großen Raum. Ha! Hallo, kann ich dir helfen? Ist das ein Mann oder eine Frau?
Wer bist du? Ich bin der ehrwürdige Stadtrat McClure und du bist Michael, nett dich kennenzulernen. Was kann ich für dich tun? Weiß ich nicht, alter Mann, was kannst du für mich tun? Ich suche, ja, ein Geiger. So wie ich es verstanden habe, hatten wir nur eins. Pardon, ich las, dass er lange überdauert hat, aber vor vielen Jahren zusammen war, noch bevor ich geboren wurde. Wir hätten zwei haben sollen. Haben sollen? Aber anscheinend hat die alte Regierung den Transport durcheinander gebracht und wir haben eine Sendung erhalten, die eigentlich bestimmt war für Bunker Nummer 13, glaube ich. Vielleicht haben die unseren GEK erhalten. Aber es war eine Sendung, die für Bunker 13 bestimmt war. Steuerchefs, ungefähr 100. Ich weiß nicht, weshalb sie so viele gesendet haben. Wir mussten nie unsere alten ersetzen. Wir hatten dieselben Steuerchefs seit dem Tag, an dem unsere Leute in den Untergrund der Bunker leben. Was geschah mit dem GEK, das zusammenbrach? Er wurde auseinandergenommen und seine Teile wurden für andere Verwendung benutzt. Wie dumm seid ihr denn? Was war in der Lieferung für Bunker 30? Ich kann mir andere vorstellen. Tschüss. Ist toll, also müssen wir Bunker 13 finden. Einen Moment bitte. Auch wenn du der Stadtrat bist, ich muss dich auf illegale Mittel, und das ist ziemlich illegal, durchsuchen. Tut mir leid. Ist halt so, ne? Oh. Passiert. Okay, was gibt's hier noch? Ja, ich will dich auch eigentlich nicht mehr sehen. Ich möchte dich eigentlich jetzt schon nicht mehr sehen. Okay, das war auf jeden Fall spannend. Wir haben den Stadtrat kennengelernt. Dann gehen wir mal in den Bunker ran. Ab in den Bunker. Bunker, Bunker, Bunker. Ich bin schließlich ein Bürger. Ihr könnt mir nichts anderes nachweisen. Speichern. Was ist das denn hier? Nichts Ungewöhnliches. Na gut. Ja, kann ich dir helfen? Ich möchte gerne in den Bunker. Tut mir leid, aber der Bürger darf im Bunker reden. Aber ich bin doch Bürger. Tut mir leid, ich kenne dich nicht. Ich habe den Befehl, der Bürger im Bunker zu lassen, nicht, die ich kenne. Vielleicht kann erstmal Linette dir helfen. Schau da noch. Och, wo ist denn Linette, die Fette? Ja, ich möchte auch rein. Ich schätze mal, Linette, das geile Ding wird irgendwo hier einpacken. Na gut. Häuschen für Häuschen durchgehen. Siehst nicht aus wie Linette. Siehst doch nicht aus wie eine Klarinette. Klopf, klopf. Überfall. Du bist ein Outsider, wie drollig. Ich suche Linette. Wo ist denn die alte Klarinette? Ah, vielleicht ist die Klarinette auch in der Kneipe. Ach Gottchen, wo ist denn die alte? Ach so, ich dachte, die Tür war geschlossen. Leck mich doch. Hey, da ist ein Spind. Und hier ist keiner. Ui. Ui. Der Besitzer wird sich immer eine leere Waffe freuen. Ach, komm, fragen wir mal den Heini da hinten. Ich brauche Auskünfte. Vielleicht sollte es sich lieber zum Informationszentrum gehen, der Topfraum. Schön. Welche anderen Kunden? Ach Gott, wo ist denn das scheiß Informationszentrum? Ich bin überfordert, oh mein Gott. Linette, du Klarinette. Aber bestimmt gammelt die irgendwo hier drinnen. Och, aber ich schätze mal, das Gitter. Ist eine Tür. Verzeihung, kannst du dir helfen? Wer bist du? Ich bin Prokonsul Gregory. Bist du dir sicher, dass es mein Büro ist? Wunder, du suchst, was tust du hier? Ich bin der Assistent der Erstbürger und ich kümmere mich um ihre Termine.
Ich führe die Aufsicht über den Bürgerschaftstest der Zuwanderer und ich verwalte die Listen auf dem Server von Bunkerstadt, einer Verantwortungsseite. Bürgerschaftstest, ja, ich führe Aufsicht. Ach komm, halt's Maul. Du bist mir zu spannend. Komm, du bist doch hier bestimmt die Königin. Sei gegrüßt, Fremdling. Ich bin die Erstbürgerin Lynette. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Ich hab die Bitch gefunden. Ich bist du Hitler. Ich möchte in den Bunker. Aufseher? Aber nein, es gibt seit 100 Jahren keine Aufseher mehr. Woher warst du von den Bunkeraufsehern? Oh, endlich nicht selber vorlesen, das ist so schön. Ich platz einfach mal raus, ne? Nachkomme des Bunkerbewohners? Was meinst du damit? Bist du so dumm? Ich bin ein Urenkel des ersten Bunkerbewohners. Ich verschwende hier nochmal. Des ersten Bunkerbewohners? Was? Du musst einen anderen Bunker meinen. Wir haben nie Kontakt zu einem anderen Bunker gehabt. Wo ist dein Bunker? Wo mein Bund ist, weiß ich nicht, aber vielleicht mein Bunker. Gott, dass ich nicht mal sprechen kann, das Mädel. Ich glaube, mein Vorfahr kam aus diesem Bunker hier. Ich komme aus keinem Bunker, ich lebe in einem Stämmester. Völlig unmöglich. In den 100 Jahren, die wir außerhalb des Bunkers lebten, wollte noch niemand die Stadt verlassen. Obwohl vor langer Zeit zwei Bürger unserer Stadt verstoßen wurden, als Strafe für ihre Vergehen. Ihr habt den Bunker wohl noch rausgeschmissen. Ich erhebe jetzt Anspruch auf das, was mir gehört. Tschüss, soll ich gleich so arschig sein? Was haben diese Bürger getan? Mörder, alle beide. Ach. Boyarsky wurde vor 10 Jahren ins Exil geschickt und Richard Moreau kurz nachdem wir aus dem Bunker kamen. Die Bürgerschaft ist ein heiliger Bund. Innerhalb dieser Mauern werden keine Verbrechen Du sprichst hier, oder willst du mir die Augen auspieksen? Wenn das endlich der richtige Bunker ist, dann muss ich eben weiter suchen, bis ich den Bunker finde, aus dem man vorverstammt. Wie kann man hier? Vielleicht wird dein Bunker irgendwo in unseren Computerarchiven erwähnt. Bestimmt. Können wir den mal überprüfen? Wir könnten mal in den Bunkercomputer nachschauen. Ja. Dort finden wir wahrscheinlich die Informationen, die du suchst. Aber zu den Archiven... Haben nur Bürgerzugang, muss ich alles selber machen hier. Aber ich bin doch ein Bürger. Ich kann mich nicht an deine Einführung erinnern. Zeig mir mal deine... Hältst du mich etwa für blöd? Ja. Wenn irgendjemand Fälschungen erkennt, dann bin ich das. Wer hat dir diese Papiere gegeben? Wenn du mir es sagst, darfst du deinen Tagesausweis behalten. So, damit bestätigt sich mein Verdacht. Der Zutritt zur Bunkerstadt ist dir entzogen. Och, fick dich. Gib deinen Tagesausweis ab und geh mit den Wachen ans Eingangstor. Ach du Fotze. Was aber, dass du gesagt, ich darf meinen Tagesausweis behalten? Ich gehe... Was macht die mit deinem Kopf? Ich gehe nirgendwo hin, wenn du meinen Tagesausweis willst. Komm, mit holen die dir. Ist ja schon gut, ich gehe. Ich will an die Informationen, du Schlampe. Ja, ich versuch's erstmal nett. Ach, wirklich? Soweit ich mich erinnere, hast du behauptet, ein Bürger zu sein. Dein Aufenthaltsrecht in Bunkerstadt ist abgelaufen. Meine Wachen werden dich ans Eingangstor bringen. Deine Wachen werden nicht rechtzeitig hier sein, um dich hier zu retten, Erstbürgerin. Ja, was hast du jetzt davon? Renn doch nicht weg, du Schlampe. Ich will dich gerade abschießen, du haust einfach ab. Wie unehrenhaft bist du denn? Ja, triff einfach gar nichts. Oh, ist das schwul. Ja, ist gut. Ist die dumm, anstatt wegzurennen, nein, ich kämpfe einen Raum. Och, du bist ja der richtige Superheld. 20 Mal in einer Runde agieren und dann noch Hitler heißen. Ja gut, ich mache einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 2 wieder. Ich werde mir mal die Fotze vorknüpfen. Bis gleich.